Nicht besonders angenehm, der Corona-Test. Ihr kennt den alle, ihr habt den bestimmt schon oft selbst gemacht. Wie funktioniert der Corona-Test eigentlich? Wie kann man mit so einem kleinen Gerät zu Hause feststellen, ob man eine Virusinfektion hat? Das wollen wir uns am Montag um 5 im Wolfgang-Paul-Hörsaal zusammen ganz genau anschauen. Ich möchte mit euch in der Vorlesung einen solchen Corona-Test bis auf die kleinsten Einzelteile auseinandernehmen. Und wir werden sogar auf Goldsuche gehen. Wie viel Gold ist in einem Corona-Test eigentlich drin? Ich freue mich, wenn ihr am Montag in die Vorlesung kommt. Bis bald.